Jo, hallihallo, meine Lieben. Und willkommen zurück. Und ich will das nicht machen. Ich will nicht hier runter. Help me. Das war nicht so geplant. Ach nö, nicht. Ich hätte bestimmt nach hinten springen müssen, ne? Gary, warum lässt du das denn nicht? Amanda? Nein, Lara, ich habe zu tun. Du hast dich ziemlich verändert. Dann warst du das in Bolivien, bei Rutland. Ich war schon überall und komme an Orte, von denen du nicht mal träumen kannst. Dieses Mal wirst du zurückbleiben. Tut mir leid. Es tut mir leid, Amanda. Hätte ich gewusst, dass du lebst, hätte ich doch alles in meiner Macht Stehende getan, um dich zu retten. Bitte. Darüber bin ich schon längst hinweg. Weißt du, was mich wirklich geärgert hat? Als ich rauskam und sah, dass ihr weg wart, ohne auch nur zu versuchen zu... was machen Archäologen doch gleich? Ach, ja, graben. Wir wollten dir ein Denkmal setzen. Von mir aus. Verhindert, dass sie mir folgt. Ich kann nicht damit was anfangen. Sobald ich mit der Steuerung klarkomme. Hast du das gesehen? Ja, wir haben völlig verrückte Interferenzen auf dem Video. Also ich würde sagen, ich weiß, dass das ist eine von Nikola Teslas Feuerguns. Aber das ist doch absolut unmöglich. Hallo. Du könntest recht haben. Sie funktioniert nicht richtig. Tja, die Dinger brauchen jede Menge Strom von dem Tesla-Turm da drüben. Wenn du den irgendwie einschalten könntest. Wow! Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Wir können die Lücke bestimmt überbrücken. Ich dachte, wir hängen geblieben. Wo muss ich hin? Ist sie noch hier? Ja, bin ich.
Wäre der Turm an, würdest du das merken. Und wenn ich die Energiequelle wäre, wo wäre ich dann? Ganz oben. Okay. Ich hoffe, du hältst dich einfach fest. So. Ja, das könnte gut sein. Noch ein Wissenschaftler. Dem war es ja auch nicht warm genug. Sie haben die Energie in das Artefakt geleitet und es gab eine gewaltige Entladung. Der KGB hat das Experiment abgebrochen, den Kern entfernt und das Labor abgeriegelt. Die Wissenschaftler, die sie nicht gewaltsam entfernt haben, haben sie einfach zurückgelassen. Das ändert natürlich einiges. Kann der Turm von mir aktiviert werden? Nicht ohne den Kern. Der scheint nicht hier zu sein. Die haben ihn wohl mit den Schienen hier weggeschafft. Wo sind die Kabel und Anschlüsse da? Das sind entkoppelte Hochspannungsleitungen. Du hast Glück, dass sie aus sind, sonst wärst du schon verglüht. Ich glaube, heute gibt es eine kurze Kopfschmerzen. Ich dachte, ihr habt alle ein schönes Leben. Okay, da vorne ist der Kern. Ist da draußen jemand? Ja, ich weiß. Er scheint nicht geladen zu sein. Vielleicht kannst du ihn im Kontrollraum über dir aufladen. Ja. Nicht an der Seite, Mensch, Mädchen. Da hoch, einmal bitte. Dann halt nicht, ist okay. Ist okay. Im Schienen liegen Trümmer. Keine Ahnung, wie ich die wegkriege. Ach, es spielt doch keine Rolle, ob der Kern Saft hat. Lad ihn auf, dann sehen wir weiter. Okay, hier hält die sich nicht fest. Komm ich denn da noch mal hoch? Aha, jetzt doch. Hallo, Lara. Was soll? Sag mal, wie kommst du auf diesen Kanal? Psst, Sip. Sie muss aus deinem Büro ein Headset mitgenommen haben. Du bist ja so clever, Lara. Weißt du, warum die Sowjets ihr Projekt Carbonek nannten? Das ist das Schloss, in dem Lancelot den Heiligen Gral suchte. Nicht die erste Verbindung zum Arthus-Mythos, die ich gefunden habe. Von wegen Mythos. Ein beschränktes Wort für eine beschränkte Perspektive. Du warst immer nur die Forscherin. Mit diesen Tesla-Geräten kannst du bestimmt gut umgehen, was? So gut wie jeder andere, vermute ich. Die Russen haben in dem Artefakt eine Kraft freigesetzt, die ihre einfältigen Hirne gegrillt hat. Drück also nicht den falschen Knopf. Du aber auch nicht. Ich kenne den richtigen Knopf, meine Liebe. Oh, du hast wohl inzwischen Russisch gelernt, Amanda? Sie hat aufgelegt. Was zum Teufel sollte das? Sie hat Probleme, das Spätfragment zu finden. Und sie will nicht riskieren, alles aufs Spiel zu setzen. Vielleicht hättest du ihr sagen sollen, was sie wissen wollte. Oh, das war knapp. Würde ich mal so behaupten. Hätte ich das jetzt erstmal sprengen müssen?
Noch ein unterkühlter Wissenschaftler. Okay. Weil es so viel Spaß macht. Warte, nein, geh mal zurück. Ich hab doch da die Treppe runtergeholt. Ich muss doch gar nicht mehr den ganzen Weg machen. Halt dich nicht einfach fest. Ist okay. Ist okay, Lara. Wir haben da so ein paar Problemchen zusammen. Aber it's okay. Nein. Ist alles okay. Schieß bitte gar nicht. Und wir haben ein paar sehr große Problemchen. Er schreibt, dass wenigstens ein Dutzend seiner Kollegen bei dem Experiment umkamen. Das Artefakt verwandelte die Tesla-Energie in etwas anderes, in eine unglaubliche Energiewelle. Kommt mir bekannt vor. Warum wurde das Projekt eingestellt? Sie haben sich geweigert, das Experiment zu wiederholen. Und als der KGB sie überzeugen wollte, lief die Sache aus dem Ruder. Okay, da kann er was sagen. Ziehen wir den Hebel. Muss das nicht irgendwann mal aufhören? Er ist noch nicht ganz aufgeladen. Ich weiß nicht, was da schief läuft. Wie soll ich ihn bewegen, wenn ich ihn nicht anfassen kann? Das Kabel an dem Magnethaken ist isoliert. Okay. Also ich gehe mal ein bisschen so auf Abstand. Ein Schild.
10. oder 11. Jahrhundert. Wurde wohl zusammen mit dem Teil, das wir suchen, entdeckt. Sieht aus wie Lancelots Wappen, oder? Ja, wenn es den Kerl gegeben hätte. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine Karte. Versuch darauf, was rauszufinden. Eine Idee, wozu die gut ist? Vielleicht hat unser Ritter nicht nach Hause gefunden. Oder er hatte womöglich nicht nur dieses Teil. Meinst du, er hat noch mehr Fragmente des Schwertes versteckt? Mag sein. Aber ohne Referenzpunkt ist die Karte nutzlos. Ich sehe sie mir an. Dann bis später. Großartig. Neben dem Artefakt haben sie noch andere Relikte entdeckt. Dummerweise wollte dem armen Schwein niemand bei der Analyse helfen. Das Gefühl kenne ich. Warum dieses Desinteresse? Sie waren ihnen nicht alt genug. Offenbar stammen sie aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Ich glaube, ich habe mich noch nie besser gefühlt. Aber ich kann mir das hier. Oh, diese Steuerung gerade dann wollte ich ihn einfach nein. Ducken geht ne? Ja, okay. Muss ich springen. Okay, Leute. Wir machen hier einen Cut. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Es sind so 20 Minuten. Aber ich habe auch dieses, was danach kommt. Wirklich, wirklich, wirklich kein Bock. Ich hasse das. Ja.
Dafür geht die nächste Folge dann ein bisschen länger. Na, falsche Taste. Hier, speichern. Jupp, jupp. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn die ein bisschen kurz war, aber naja, ich habe auf das, was danach kommt, wirklich keine Lust. Und ich habe Kopfschmerzen. Also von daher, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Like und Abo. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.